Okay. Charlotte. Ja, dann herzlich willkommen zur Fissmann-Woche. Ich sehe, wir haben 46 Teilnehmer und es wird auch mit Sicherheit noch hochgehen. Hallo Herr Hoffmann, hallo Herr Steffen. Hallo. Sie sind gewappnet mit jeder Menge Input, habe ich gesehen. Die Online-Umfrage wurde mit Sicherheit schon von allen beantwortet, oder wird jetzt gerade noch von allen beantwortet, die da sind. Und wir haben nach sehr vielen Tools, die wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, diesmal das Thema, ja, und was will eigentlich der Lerner? Meistens nicht das, was wir wollen, was wir erwarten oder was wir gerne hätten, aber wir arbeiten noch dran. Herr Hoffmann, kann ich an Sie übergeben? Ja, genau. Schön. Dann fangen wir mal an mit einer kleinen technischen Herausforderung, die Präse ans Laufen zu kriegen. So. Ja, wir haben das so aufgebaut, dass ich erst mal ein klein bisschen sage, wo wir herkommen. Wer ist Fissmann? Wer ist die Fissmann Akademie? Was tun wir? Der Steffen wird dann mit der Umfrage und den Ergebnissen und dem Vergleich mit einer Design Thinking Sache, die wir hier gemacht haben, weitermachen, und falls es danach ein peinliches Schweigen gibt, stellen wir noch mal vor, wie wir uns die nächste Woche vorgestellt haben. Falls es eine rege Diskussion gibt, nehmen wir das auf die Webpage. Ja, Fissmann, das Unternehmen und die Akademie. Zuerst mal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Fissmann ist ein Unternehmen, was aus der Heiztechnik kommt. Wir sind vor 100 Jahren gegründet, das heißt, wir sind im 100. Jahr des Bestehens. Wir haben dieses Jahr schon einige große Jubiläumsevents hinter uns und noch einen ganz großen vor uns. Wir haben knapp 12.000 Mitarbeiter, machen knapp 2,3 Milliarden Euro Umsatz weltweit, produzieren auch weltweit in 12 Ländern mit 23 Produktionsgesellschaften, verkaufen in 49 Ländermärkten und haben noch in 58 weiteren Ländern Vertriebspartner. Das heißt, wir haben eigene Verkaufsniederlassungen, 120 Stück, und von Deutschland aus gesehen einen Exportanteil von 54%. Das heißt, vor 25 Jahren ungefähr war das noch kleiner als 10%. Das heißt, wir sind mittlerweile ein internationaler Konzern geworden. Wenn man allerdings sieht, die Weltkarte, wir verkaufen hauptsächlich auf der Nordhalbkugel. Woran liegt das? Im Äquatorialbereich wird traditionell etwas weniger geheizt, und die Südbereiche, wo geheizt wird, die sind so weit weg, dass es sich dort für uns nicht lohnt, eine Vertriebsgesellschaft aufzubauen. Wir sind unabhängiges Familienunternehmen in der dritten Generation. Der Herr links, der Professor Martin Fissmann, führt das Unternehmen als allein entscheidungsbefugter Gesellschafter und Präsident des Verwaltungsrates. Sein Sohn Maximilian ist schon in die Firma eingetreten. Er war bis vor kurzem unser Chief Digitalization Officer und ist jetzt CEO unseres Digital Offices in Berlin geworden. Das heißt dann Fissmann Takes Care of oder VCO. Mit 200 Leuten wird er da den Digitalarm aufbauen. Also ich würde sagen 3,5. Generation. Unsere strategischen Ziele, das ist natürlich klar, ein Familienunternehmen ist das erste strategische Ziel, schon mal ein unabhängiges Familienunternehmen bleiben. Wir haben also weder eine Bank im Beirat noch im Verwaltungsrat noch sonst was, sind wirklich 100% unabhängig. Wir wollen weiterhin nachhaltig wachsen. Technologieführerschaft ist eines unserer erklärten Ziele, das waren wir immer, wollen wir es bleiben. Eine Strategie eher als ein Ziel ist das Komplettangebot, was wir anbieten wollen in den Bereichen, in denen wir arbeiten. Und darüber wollen wir unsere internationale Spitzenstellung ausarbeiten. Ja, wir arbeiten in drei Geschäftsbereichen. Ich fliege da jetzt wirklich nur so drüber, um Sie nicht zu langweilen. Das eine ist so der klassische Fissmann mit den Heizsystemen für Ein- und Mehrfamilienhäuser bis hin zu kleinen Nahwärmegebieten. Das ist unser größter Geschäftsbereich, der ungefähr 75% des Umsatzes macht. Der restliche Umsatz teilt sich ungefähr hälftig auf die Kühlsysteme, wo wir für die Hotel-, Gaststätten- und Supermarktbranche Kühlmöbel und Kühlhäuser bauen, und die Industriesysteme, wo wir
schlüsselfertige Angebote für Industrieanlagen und kundenzugeschnittene Anlagen machen. Das Ganze für alle Energieträger, Gas, Öl, Solarenergie, Biomasse und Umweltwärme, also Wärmepumpen, und für alle Anwendungsbereiche von der Wohnung im Mehrfamilienhaus bis hin zu Fernwärmenetzen. Ja, Komplettangebot Heizsysteme, wie gesagt, das ist das, was Sie kennen. Hier die beiden links wahrscheinlich das bekannteste Produkt von uns. Das eine sind bodenstehende Gas- und Ölkessel und das andere ist das Ganze an der Wand hängend. Hier eine Wärmepumpe mit einer Außeneinheit für Luft, eine Brennstoffzelle. Wie gesagt, alles, was man im Ein- Mehrfamilienhausbereich brauchen kann, über alle Energieträger bis hin zur Photovoltaik. Bei unserem Industriebereich, um sich das vielleicht vorstellen zu können, geht es um eine völlig andere Kundengruppe. Der Heiztechnikbereich verkauft sich über, so, ich gehe nochmal zurück. Der Heiztechnikbereich, dort arbeiten wir direkt über den Installateur. Das heißt, unser Vertriebssystem ist zweistufig. Wir als Viessmann verkaufen direkt ohne einen Großhandel, also direkt an den Installateur und der Installateur verkauft an seinen Endkunden. Zweistufiger Vertrieb. Deswegen für uns als Akademie, unser Hauptkunde auf Kundenseite ist der Installateur oder Heizungsbauer. Ein zweiter Kundenbereich sind unsere eigenen Mitarbeiter und für uns ein etwas fernerer Kundenbereich, weil indirekt sind die Endverwender. Also wenn wir über Kunden reden jetzt gleich, dann meinen wir Heizungsbauer. Ja, im Industriebereich verkaufen wir über Planer und Planungsbüros. Das heißt, das sind größere Anlagen. Man sieht das ja, das ist ein Heizkessel in China oder hier unten eine komplette Dampfkesselanlage in England. Das macht man nicht mehr über einen Heizungsbauer, das ist selbstredend, das ist ein anderes Geschäft. Das Gleiche gilt für die Kühltechnik, solche Kühlzellen oder Kühlmöbel. Das geht über Schlüsselkunden, nämlich die Supermärkte oder Hotelketten. Und dieses Geschäft ist deswegen auch mit einem komplett anderen Vertrieb aufgezogen. Andere Kundengruppen, anderes Vertriebsmodell, deswegen eine andere Division. Diese drei Divisionen arbeiten aber dort, wo Synergien gibt, auch zusammen. Das heißt, wir sind nach wie vor eine Firma. Wer mehr davon wissen will, wir haben ein paar nützliche Links über die Firma und was und wie wir es tun und das Jubiläum auf der Kolan-Seite gezeigt. Wenn man das Ganze sieht, was wir da anbieten, wir haben allein im Heiztechnikbereich eine Hauptpreisliste, die hat über 1600 Seiten mit Paketpreislisten und Spezialpreislisten kommen da über 2000 Seiten hin. Deswegen haben wir von Pre-Sales bis After-Sales auch eine Menge Dienstleistungen, um unsere Marktpartner zu unterstützen. Und eins davon ist unsere Akademie, die man hier unten sieht. Wir bieten unseren Heizungsbauern alles das an, was sie brauchen, um unsere Produkte auch vertreiben zu können. Ja, eines, was für unsere Firma sehr wichtig ist und was wir uns, dem wir uns sehr stark verschrieben haben, ist die Nachhaltigkeit. Und zwar die Nachhaltigkeit in dem Dreiklang von Ökologie, Ökonomie und sozialer Verantwortung. Das heißt, wir versuchen, unseren Umweltfußabdruck so gering wie möglich zu halten und den unserer Kunden auch. Wir versuchen dabei wirtschaftlich zu arbeiten und damit unserer sozialen Verantwortung gerecht zu werden und auch Beschäftigung an unseren Standorten zu sichern. Was in der Betriebsverfassung verankert, ist in einem Nachhaltigkeitsbericht jedes Jahr niedergelegt, wie die Erfolge da sind. Und wir sind da relativ weit gekommen. Wir haben zum Beispiel, als der Energiegipfel der Kanzlerin getagt hat und das 80% CO2-Reduktionsziel für 2050 ausgesprochen wurde, indem man einfach 70% fossile Brennstoffe einspart und dann auch noch 60% erneuerbare Energien einsetzt. Dieses Ziel wurde damals als hoch unrealistisch angesehen. Und wir haben dann gesagt, okay, es stand ohnehin ein Neubau von der Akademie und von der Heizzentrale an. Die Chance haben wir genommen, haben die Heizzentrale gleich richtig gebaut mit etwas mehr Aufwand, haben im Werk auch noch ein paar Effizienzmaßnahmen getroffen, haben sehr viel Biomasse anstatt fossilen Energieträgern zur Wärme- und Stromerzeugung genutzt, ein standardweites Energiemanagement eingeführt und Ökostrom eingeführt und haben momentan fast 85% CO2 reduziert
im Vergleich zur Zeit des Kyoto-Protokolls. Das ist ein Riesenerfolg, hat aber einerseits finanzielle Implikationen. Wir sparen dadurch eine Menge Geld. Die ganze Maßnahme hatte einen Return of Invest von 7 Jahren, obwohl er in Messequalität gebaut wurde. Und wir haben gezeigt, dass auch mit bestehenden Technologien die Energiewende heute schon möglich ist. So, jetzt geht's nicht, genau. Wir haben allerdings eine doppelte Herausforderung. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, im Haushaltsbereich braucht man nicht nur Heizung und Warmwasser, sondern man hat unter Umständen auch ein Auto, was immer öfter ein Elektroauto sein wird, und man hat eine Photovoltaikanlage. Das heißt, der Strom, die Wärme und der Transport, diese drei großen Energieverbrauchsbereiche, Energieerzeugung und Energieverbrauch, Transport und Wärme, die wachsen immer mehr zusammen. Und das auch schon in unserem Haus, nicht erst in der Industrie. In der Industrie kann man sich das ja vorstellen, da kommen große Rechnerbänke, da wird das optimiert. Um das Ganze zu optimieren, braucht man einen Energiemanager, der ist hier dargestellt. Und dieser Energiemanager, der ist üblicherweise mit sehr viel Rechenpower ausgestattet und arbeitet über die Cloud. Das heißt, die ganzen Produkte, die dann im Haus sind, müssen erstmal ins Internet, da kommt man auf das Internet of Things. Die gesamte Gebäude- und Anlagentechnik muss ins Internet, damit dieser Energiemanager ohne Kilometer von Zusatzkabeln im Haus und ohne eine Festnetzverbindung zu irgendeinem Zentralserver arbeiten kann. Das heißt, die Energiewende, das Zusammenführen, das Nutzen von Synergien zwischen Elektro, Wärme und Transport, das wird nur mit der Digitalisierung gelingen. Und das haben wir vor 3 Jahren mit Macht entdeckt und haben seither eine Kampagne, wo wir versuchen, alle unsere Produkte digitaler zu gestalten. Und mit Eintritt unseres Juniorchefs, der Firmen vorher in der digitalen Transformation beraten hat, werden jetzt auch unsere Produkte immer kundennäher, immer kundenzentrierter entwickelt. Und da stellt sich einfach auch für uns immer überraschender heraus, unsere Endkunden, das heißt die Betreiber der Anlagen, die wollen eigentlich gar keinen Kessel mit 200 Heizungs- und Regelungsfunktionen und jeder Menge Schräubchen und Software-Einstellmöglichkeiten. Die wollen eigentlich nur ihre Ruhe und Wärme. Und daraus haben wir einige Schlüsse gezogen und haben auch einige Apps gestrichen. Wir haben jetzt nur noch eine App zum Beispiel für den Endkunden. Ja, um den digitalen Wandel im Unternehmen weiterzutreiben, haben wir unsere Werte, Vision und Mission verändert. Vielleicht als Präambel, wir wollen weiterhin ein unabhängiges Familien, von der Familie besessenes Unternehmen bleiben, Familienunternehmen, und wir wollen unsere marktführende Position jeden Tag weiter ausbauen. Das ist die Präambel. Die Vision ist, dass wir uns um den Planeten kümmern mit kundenzentrierten Energielösungen. Das klingt jetzt sehr ehrgeizig, das muss eine Vision auch. Das heißt, wir streben schon an, den Planeten mit dem, was wir tun, jeden Tag ein kleines Stückchen wenigstens besser zu machen. Und das gelingt uns ja schon, wenn wir ihn auch nur ein klein wenig weniger verschmutzen oder unsere Kunden etwas glücklicher machen. Dazu gehört, dass wir die richtige Technologie bereitstellen, dass wir Lösungen anbieten, die sich nahtlos in digitale Ökosysteme einbinden. Wir fokussieren uns auf Kunden, das sind Installateure und Betreiber, um ihre manchmal auch nicht ausgesprochenen, aber zumindest mal nicht erfüllten Bedürfnisse zu erfüllen. Wir versuchen, skalierende Technologien einzusetzen. Bis jetzt, also der Heizungsbau ist ja so, wenn ich doppelt so viele Heizungen verkaufen will, brauche ich am Ende auch doppelt so viele Leute, die die installieren. Und deswegen wollen wir jetzt auch gucken, dass wir neben unserem herkömmlichen Geschäftsmodell skalierende Technologien finden. Und das ist ganz wichtig, wir wollen, dass das, was wir tun, auch ein bisschen Stolz erzeugt. Deswegen haben wir auch unsere Viessmann Markenwerte, unsere Markenkernfaktoren überarbeitet. Die beschreiben, wofür die Marke nach außen steht. Das ist einmal innovativ, das heißt, unsere Produkte, das, was wir tun, ist innovativ. Wir sind verantwortlich in dem, was wir tun, und nachhaltig. Und wir tun das gemeinsam mit unseren Stakeholdern
und Kunden. Das heißt, mit der gemeinschaftlich mit unseren Endverwendern, mit unseren Installateuren, unserer Belegschaft und der Familie Fissmann. Dafür steht die Marke. Wir haben dann auch neue Unternehmenswerte. Die alten haben wir transponiert auf drei neue verhaltensbasierte Unternehmenswerte, die nach innen gerichtet sind und sagen, wie wollen wir das Markenversprechen denn umsetzen? Und das ist einmal der Wert verantwortlich. Das heißt, wir handeln verantwortlich. Wir handeln unternehmerisch, fokussiert auf den Kunden, innovativ und skalierend. Und wir handeln teamorientiert, fair, transparent und agil. Und wir als Akademie, wenn wir uns jetzt mal verstehen, auch als Weiterbildungsstätte für unsere Mitarbeiter, kommen dann rein, wenn wir sagen, erfolgsorientiert und nachhaltig kann ein Mitarbeiter nur handeln, wenn er auch das notwendige Wissen hat, um Handlungsoptionen zu erzeugen, um Handlungsmuster zu erzeugen. Und unternehmerisch und innovativ kann er auch nur handeln, wenn er aktuell informiert ist. Da sehen wir unsere Aufgabe drin. Wie haben wir die Kommunikation der Unternehmenswerte gestaltet? Das erste Mal, wir haben sie über unsere Unternehmens-App, unsere Mitarbeiter-App, auf der momentan 75% unserer Mitarbeiter schon erreichbar sind, auf Deutsch, aber auch in Landessprache kommuniziert und jeden Einzelwert dann nochmal genau erklärt. Wir haben zum Beispiel die drei Werte erstmal in einem Teaser eingeführt. Es gibt aber jetzt zu jedem Unterwert dieser Werte, also es gibt eine neunteilige Serie von Beiträgen, die die einzelnen Werte herunterdeklinieren. Es gibt eine Roadshow, wo Verwaltungsrat, also Vorstandsmitglieder, jeden Standort abfahren und die Werte und was sie für uns bedeuten, was wir damit erreichen wollen, den Leuten niederbringen. Es gibt E-Learnings, es gibt Informationsmaterial, Flipcharts. Wir penetrieren das also auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen Kanälen bis hin zu einer digitalen Mitarbeiterzeitschrift. Ja, das ist das Unternehmensumfeld. Das heißt, um das nochmal zu resümieren, wir sind ein ja, Stahl- und Eisengetriebenes Unternehmen aus der recht spießigen Heizungsbranche. Wir verkaufen meistens an Installateure und TGA-Planer, also Gebäudeausstattungsplaner. Und wir haben jetzt allerdings seit einigen Jahren den digitalen Wandel für uns entdeckt, den wir maßgeblich treiben. Und die Akademie als Firmenabbild, die geht da mit. Als erstes Mal zu unserer Akademie, wie sehen wir denn aus? Wir haben als erstes mal drei Infocenter. In dem größten sitze ich jetzt gerade hier in Allendorf. Da werden wir auch noch ein kleines Video zu drehen, wie das hier aussieht. Wir schulen auf 120 Niederlassungen mit geschultem und zertifiziertem Personal auch unsere Kunden. Wir haben ein relativ umfassendes E-Learning-Angebot zu Produkten, Produktupdates, aber auch zu Compliance-Themen und Werkzeugen für die Mitarbeiter. Also oben sind immer unsere Kunden, unten sind die Mitarbeiter. Und wir haben einen persönlichen Lernplatz jetzt im Netz geschaffen für Kunden wie Mitarbeiter, wo man sich das gesamte Lernmaterial suchen kann, die Kursmaterialien runterladen, wo man also einen zentralen Platz hat, um sich das ganze Angebot anzuschauen. Wenn man sich das anschaut, haben wir immer eine größtmögliche Nähe zum Lernenden. Aber abgesehen davon, dass wir Technologie nutzen, um einen Lernplatz zu gestalten und E-Learnings, entweder in Flipped Classroom, Prozessen oder auch, als komplett Standalone E-Learnings anzubieten, ist das ein ziemlich traditionelles Akademiemodell gewesen bis vor 2 oder 3 Jahren. Und ja, das war uns etwas zu spießig für die Zukunft. Deswegen haben wir uns mal angeschaut, wie geht es denn mit unseren Lernern? Und Steffen, ich weiß nicht, gibt es schon irgendwas aus den Diskussionen, wo wir, also falls Fragen sind, einfach unterbrechen oder hier in den Diskussionen stellen. Der Steffen guckt danach und kann mich dann einfach unterbrechen. Ja, wir haben uns dann einfach mal angeschaut, wie geht es denn unseren Lernern, die
sind ja jetzt alles englische Begriffe, die Learner Journey, also die Reise des Lerners über sein Ausbildungs- und Berufsleben, dann gibt es da Phasen unterschiedlicher Lernintensität. Das fängt an mit Schule, Ausbildung, Studium. Relativ intensiv, da ist das Leben außer Freizeitvergnügen fast ausschließlich dem Lernen gewidmet oder dem Nebenjob. Danach kommt der erste Job, da geht die Lernintensität, was das Lernen in formalen Institutionen angeht, erstmal runter. Da geht es dann mehr um Informationsaufnahme und schauen, wie kriege ich diese Konzepte, die ich übernommen habe, in Handlungswissen umgesetzt. Das zweite ist, irgendwann macht derjenige dann mal eine Weiterbildung, macht entweder einen Techniker oder setzt mal ein MBA drauf. Das ist dann meistens so im Alter von 30 bis 40. Und dann kommen oft sehr lange Phasen, wo es nur noch darum geht, das Wissen aktuell zu halten. Danach kommt eventuell nochmal ein Jobwechsel. Und ja, auch bei so einem Jobwechsel geht dann doch nochmal der Ruf nach Weiterbildung und Ausbildung hoch. Und was bedeutet das denn nun für die eigentliche Lernintensität? Phasen zwischen den Peaks, in den Phasen, wo die Leute berufstätig sind, da geht es oft darum, dass sie so ein gewisses Know-Now haben. Das heißt, die Handlungsmuster, wie erfülle ich meinen Job, das ist schon relativ gut ausgearbeitet. Aber es gibt viele Sachen, Informationen, die muss ich einfach jetzt wissen. Das zweite ist, in diesen Phasen oder auch in Teilen dieser Veränderungen, da gibt es einen großen Bedarf an Weiterbildung, wie machen wir bei uns in der Firma denn das? Entweder für neue Mitarbeiter oder für Mitarbeiter, die den Job wechseln. Und wenn jemand sich in seinem Beruf weiterbildet, dann gibt es noch ein Know-how. Das bringen wir oft in externen Seminaren oder in MOOCs oder sogar in Universitäten weiter, in universitären Weiterbildungen unter. Beim Know-how, das ist alles sehr nuggetisiert, also sehr Mikroportionen verpackt, das sind Journale, RSS-Feeds, das ist unsere Mitarbeiter-App, Microlearnings, Wikis, Apps. Das Learn Here für die ist so das klassische Akademie-Modell, dafür waren wir bis vor 3 Jahren ausschließlich verantwortlich. Das waren so Präsenz, Blended Learning, E-Learning-Modelle, Townhall-Meetings, andere Sachen, auf die ich gleich zu sprechen komme. Die unteren beiden, da fühlen wir uns für die Akademie die verantwortlich, weil da decken wir eine Grund- und Mittellast im Lernen ab. Die Spitzenlast, was die Leute, wenn die mal große, große Mengen an Weiterbildung brauchen, um einen neuen Job zu lernen, das machen wir, indem wir die Leute auf externe Seminare schicken. Und Sie sehen ja schon, das ist eine Menge, für das wir hier unten verantwortlich zeichnen, damit unsere internen Kunden, das war eine Frage gerade aufs Geschäftsmodell, damit unsere internen Kunden auch tatsächlich kommen, ist bei uns Weiterbildung im Üblichen kostenlos, aber nicht umsonst. Das heißt, Lernende, die erscheinen, also interne Lernende, die erscheinen, die müssen dafür nichts bezahlen, kriegen auch von ihrer Kostenstelle nichts abgezogen. Das ist alles über eine Umlage von den operativen Bereichen schon bezahlt. Das heißt, wir sind eine Kostenstelle im Rahmen der Holding, verantwortlich für alle Divisionen, machen dort die Standardtrainings. Und die operativen Einheiten schicken uns ihre Lerner. Wir haben kleine Halle für Leute, die nicht kommen zum Training, unabgemeldet, weil dadurch ja Riesenkosten entstehen. Wir hatten, bevor wir die Pönale eingeführt haben, ungefähr 30-40% No-Shows oder Absagen am gleichen Tag. Das ist jetzt runtergegangen auf 10%, obwohl wir die Pönale noch kein einziges Mal rechnet haben, weil wir gar keine Clearingstelle haben dafür, weil als Kostcenter können wir ja keine Rechnungen schreiben. Hat aber bis jetzt noch keiner gemerkt. Wir haben beim MOOCs noch keine, sehe ich gerade, keine unternehmensinternen MOOCs. Wir haben unternehmensinterne Kurse, die schon MOOC-Charakter annehmen, weil sie sind größer geworden, als wir jemals gedacht haben. Eines davon ist DEEP, unser digitales Enablement and Education Program, also ein Digitalweiterbildungsprogramm, was aus einer Videoserie von Fachleuten besteht, zu Themen, für Mitarbeiter bei uns relevant sind.
Themen wie Digital HR vielleicht nicht für jeden, aber Themen wie Internet of Things dann doch für jeden. Da haben wir mittlerweile schon 8 Kapitel gedreht. Die nächsten 5 sind schon in der Pipeline. Und da vielleicht so ein kleiner Gamification-Aspekt, da kommen wir gleich hin. Die Leute können da Geld erwerben, so wie bei Karate, Grüngurt, Orangegurt. Also wir haben jetzt schon die dritte Farbe rausgegeben. Da gibt es Armbänder dafür, können die Leute dann offen herumtragen, dass sie Digitalhirsch in der Firma sind. Ansonsten haben wir, da komme ich gleich drauf, empfohlene MOOCs. Bei externen Seminaren machen wir das oft so, wenn es kein zu großes ist und ein größeres Interesse da ist. Wenn wir mehr als 5 Lernende zusammenkriegen, holen wir die Referenten ins Haus, weil das ist üblicherweise billiger, als 5 Leute separat auf den Kurs zu schicken. Ja, die Aufgaben der Akademie mal einfach auf so eine Landkarte zeigt, dann haben wir, ich hatte es schon mal gesagt, 2 Kundengruppen. Das sind einmal die Mitarbeiter nach oben abgetragen und in der unteren Hälfte des Bildes sind die Kunden. Wir haben aus unserer Aufgabenstellung, aus der Holding noch 2 Hauptaufgaben. Das eine ist natürlich die Wissensvermittlung, nennen wir es mal Schulung. Das andere ist die Netzwerkbildung bzw. die Mitarbeiter- und Kundenbindung an die Marke und ans Unternehmen. Das heißt, wir haben 2 Kundengruppen, beide Kundengruppen, 2 verschiedene Aufgaben. Und da möchte ich einfach mal auf ein paar Highlights eingehen. Das eine ist Zertifizierungen. Wir zertifizieren zum Beispiel unsere Servicetechniker nach einem relativ aufwendigen Verfahren. Zusammen mit dem TÜV Süd als Servicetechniker. Das hat einen unheimlichen Druck auf Seiten der Lernenden erzeugt. Wir bilden unsere neuen Servicetechniker ein Vierteljahr lang in unserer Akademie und im TD aus. Und damit da ein gewisser Lerndruck entsteht, kommt am Ende wirklich eine Zertifizierung mit theoretischer und praktischer Prüfung. Da gibt es Vorbereitungen und alles. Bis jetzt sind auch noch nicht allzu viele durchgefallen, aber man kann durchfallen. Und die Leute tragen das dann allerdings auch an ihrem Blaumann mit Stolz. Wir haben WebEx-Konferenzen und Webmeetings eingeführt, also Realtime-Webmeetings, wo wir einige größere Veranstaltungen und Lernveranstaltungen auch streamen können oder aber auch als Webinar durchführen. Wir haben unser internes MOOC Lite, nenne ich es jetzt mal, unser Deep-Programm, da kommen wir nachher gleich noch ein bisschen drauf, vielleicht auch in der Diskussion. Und wir haben auf unserer Mitarbeiter-App auch dazu gleich noch mehr ein extra Unterverzeichnis, das heißt Go-to-Learn, wo wir den Leuten Lerntipps geben und sie versuchen, aufs Lernen etwas neugierig zu machen. Für unseren Goldfischteich, unsere sehr guten Potentials, das heißt diejenigen, die mal Führungskräfte oder Nachwuchsführungskräfte werden können, haben wir mit der Universität von Wisconsin in Oshkosh eine Kooperation, das ist ein 4-wöchiges Führungstraining, so eine Art Mini-MBA, der sich auch in Teilen dann an den Erfordernissen von uns und der Digitalisierung orientiert. Und was ich noch relativ cool finde, wir haben hier ein internes Weiterbildungsprogramm, das habe ich schon gesagt, das sind Seminare. Wir haben ein offenes Weiterbildungsprogramm, da können die Mitarbeiter in ihrer Freizeit hingehen. Das sind Themen, wo sich Leute einfach für Themen im Randbereich der Arbeit oder aber auch familiäre Themen informieren können. Da geht es um Burnout-Prävention, da geht es um Sprachtrainings, Computertrainings, also Sachen, die brauchen das Programm zwar nicht, wollen es trotzdem lernen. Es gibt Familienaktivitäten, man geht auf Musicals, wir besuchen auch mal befreundete Unternehmen, Nachhaltigkeitsausstellungen, jede Menge Sachen, die im weitesten Sinne was mit der Firma zu tun haben, wo die Mitarbeiter in ihrer Freizeit mitmachen können. Das kostet relativ kleines Geld, das erweitert den Horizont immens und wird allein am Standort Allendorf um die 1200 Mal wahrgenommen. Im Bereich Netzwerken Weiterbildung, wir hatten jetzt dieses Jahr schon mal eine Veranstaltung, Reflect nannte sich die, wo wir die einzelnen Teamverantwortlichen aus 60 Teams
in kurzen Elevator-Pitches Resümees gezogen haben, wo sie nach zwei Jahren stehen mit ihren Projekten, haben das Ganze im Gallery Walk dann auch den Mitarbeitern zugänglich gemacht. Wir hatten seit den letzten 2 Jahren jetzt schon mehrere Townhall-Meetings, die auch per WebEx in die gesamte Belegschaft ausgestrahlt werden. Wir haben Q&A, also Question and Answer Sessions, wo wir nach der Essensausgabe um 14.30 Uhr eine Stunde mit Mitarbeitern zusammenkommen. Da gibt es eine halbe Stunde Impulsvortrag von einem Spezialisten, intern oder extern, oder von unserem Chef oder vom Juniorchef oder ja von irgendjemand, der was zur Organisation oder zur Firma zu sagen hat. Und eine halbe Stunde wird dann über das Thema diskutiert. Das war am Anfang relativ zäh, hat es schon gemacht. Oder eine Sache wie die Hack Week, wo einfach ein interner Hackathon für die drei einer Jury favorisierten Teams eines Wettbewerbs durchgeführt wurde. Das war also so ein Mini-Hackathon, wo drei Teams wirklich die Erfinder sich ein Team zusammenstellen konnten und dann eine Woche in einem geschützten Raum nach Design Thinking ihr Projekt weitertreiben. Das sind so ein paar Highlights da. Auf der Kundenseite auch ein großer Anteil an Hardcore-Präsenzschulungen oder aber auch verschiedene Besuchsformate, die fließend dann in Präsenzschulungen übergehen. Man kann also bei uns eine reine Werksführung buchen. Die ist auch da schon relativ ungewöhnlich, würde ich sagen, für eine Werksführung, weil es geht mehr um Werte als um tatsächlich Zahlen, Daten, Fakten. Also es wird wirklich das Unternehmen erlebbar gemacht. Wir bringen Kunden mit unseren Firmenjets hierher, internationale Kunden, um denen auch unser Werk zu zeigen. Wenn man die danach abreisen sieht, dann glaubt man schon, dass die Fischmann nie wieder vergessen. Und wir haben so überlappende Besuche, wo das Netzwerken mit unseren Mitarbeitern, das Firmen kennenlernen und das Lernen miteinander übergehen. Und wir haben verschiedene Foren für die Kunden. Ganz beliebt unser Energieforum, wo es einfach um die Zukunft der Energiewende geht. Wie kann man da Geld mitverdienen am Ende? Weil es geht ja am Ende doch wieder ums Geschäft. Fachforen, wo es darum geht, wie entwickelt sich ein gewisser Fachbereich, zum Beispiel Wärmepumpen oder regenerative Energiesysteme weiter. Und was bedeutet das für Sie? Was können Sie daraus machen? Oder Besuchertage, wo einfach Heizungsbauer ihre Kunden mitbringen können, dann Fischmann zeigen. Also da gibt es einen ganzen Strauß und ich bin mir ziemlich sicher, die Hälfte noch vergessen. Ja. Das Ganze ist entstanden aus einer Sache, wo wir uns vor 3 Jahren mal Gedanken, oder 4 Jahren ist es mittlerweile schon her, mal Gedanken gemacht hatten, wie können wir so ein Blended Learning Konzept über die gesamte Wertschöpfungskette ausbreiten. Und seit 2 Jahren sind wir auch noch dabei, das dann über die Customer Journey, also die Learner Journey hinweg auszubreiten. Wir nehmen also sowohl unsere internen Kunden, als auch die externen Kunden, als auch die Anlagenbetreiber versuchen, aus der Customer Journey deren Lernreisen abzuleiten und dann für jeden Stadium der Lernreise, für jede Zielgruppe auch etwas bereitzustellen. Man kann es jetzt schlecht lesen, das geht vom Informationsbereich über Apps und Wikis und ein Mitarbeiterportal bis hin zu Hardcore-Präsenzschulungsformaten, die durchaus auch mal mehrere mehrtägige Seminare im Jahr beinhalten können. Ja, und vielleicht die Randbedingungen, die wir mittlerweile haben. In diesem Jahr hat sich sehr viel getan. Wir haben seit diesem Jahr eine Vertrauenslernzeit für Mitarbeiter bekommen. 2 Stunden pro Mitarbeiter und Woche. Ich finde das persönlich sensationell. Richtiger Wermutstropfen. Ja, auch da, wenn man den Leuten Freiheiten gibt, die sie jetzt jahrzehntelang nicht hatten, es dauert eine Weile, bis die Leute sich trauen und es dauert eine Weile, bis die Vorgesetzten sie auch lassen. Also das Ganze ist in unterschiedlichen Abteilungen unterschiedlich gut angekommen. Man kann sich auch vorstellen, der Telefonzentrale oder an unseren Fertigungslinien fällt das ja viel schwerer, einfach zu jeder Zeit zu lernen. Das sind andere Methoden möglich. Also da sind wir auf einem guten Weg, aber ich würde mal sagen, die ersten 10-15% haben wir da erst begangen. Zur Vertrauenslernzeit kam dann auch die Frage von einem Mitarbeiter, wenn ich da jetzt was lernen will, MOOCs kosten mittlerweile ja Geld.
Da haben wir gesagt, bevor wir jetzt mit den Mitarbeitern reden, ob sie das selbst bezahlen müssen, es gibt ein 200 € Vertrauensbudget. Es ist ein Vertrauensbudget. Die Mitarbeiter können, was auch immer sie wollen, sie müssen nur sagen, es hätte was mit der Firma zu tun, Weiterbildungen selbst machen, sei es bei der Volkshochschule, sei es online, sei es eine Sprach-App oder ein MOOC. Wenn sie ein Zertifikat, dass sie das abgeschlossen haben, erfolgreich, und die Rechnung vorlegen, dann kriegen Sie das mit dem nächsten Monatsgehalt überwiesen. Und die Rechnung kann auch ein Ersatzbeleg sein, um da einfach so gut wie keine Hürden mehr zu haben. Auch da im ersten Monat gleich eine Menge Sprachlern-Apps, wo die Leute die erste Stufe geschafft haben. Auch das werden wir nach wie vor penetrieren müssen. Es sind relativ wenige Belege in den letzten Monaten eingegangen. Ja, zentraler Lernraum. Wir sind gerade dabei. Unsere beiden getrennten Lernräume, wir haben einen Lernraum für Mitarbeiter, sogar zwei, und wir haben einen für die Kunden im Portal, in einen zusammenzulegen, damit wir dort auch die Seminarverwaltung unterkriegen. Wir verwalten allein hier in der Akademie 1000 Kundenbewegungen jedes Jahr und wir haben weltweit 90.000. Und wenn man das auf zu viele Plattformen, Sie können sich vielleicht vorstellen, wir kämpfen momentan mehr damit, unsere IT Geld für Auswertetools zu geben, als dass wir uns um Schulungen kümmern. Und deswegen wollen wir das alles an einem Punkt haben und haben uns dafür für einen neuen Lernraum entschieden, der eigentlich alles bietet, was die Leute dort wollen. Vielleicht über das, was ein normaler Lernraum hinweg bietet. Wir wollen dort auch den Inhalt der Go-to-Learn, also unserer kleinen App, hingeben, die Lernempfehlungen, also einfach Links zu MOOCs, wo wir, wenn die Leute das möchten, den Fortschritt tracken, damit es in die Personalakte geht, oder ihnen einfach nur den Link geben und es nicht tracken, das können die Leute dann entscheiden. Ja, und wir haben in der Mitarbeiter-App einen Lernchannel mit Lerntipps und nützlichen Links. Momentan noch etwas schwerer ist, wir experimentieren mit neuen Seminarwelten und Formaten, weil einfach das auch oft das Empfinden beeinflusst. Heißt, wir gehen auch mal in etwas unbequemeres Seminarmöbel, um die Leute dazu zu bringen, aufzustehen, sich im Raum zu bewegen. Das ist eins dieser Experimente. Wir sind nicht nur Schulungsstätte, wir sind auch noch Veranstaltungsort, also Seminarstätte. Und ja, die Sache ist die, dass wir Räume, die wir in ähnlicher Platz, wir hatten einen solchen Raum mit Sitzsäcken gebaut, wieder zurückbauen müssen, sobald der Verwaltungsrat dort mal eine Verwaltungsratssitzung abhalten will. Und deswegen sind wir momentan auf fremde Stellen ausgewichen mit solchen Dingen und überlegen jetzt gerade Konzepte, wie wir solche Welten bei uns einbauen können, ohne dass wir die ja, historische Raumaufbauten damit zerstören, weil wir haben kaum Platz. Das Bild ist übrigens ein Snap aus dem Internet. Ich weiß noch nicht mal, Steffen sagt mir gerade, dass hier einer ist, bei denen das entstanden ist. Das passt so wunderbar, weil unser Raum sieht genauso aus. Ja, jetzt kommen wir zu unserem DEEP-Programm. Wir haben für Digital Entertainment and Education Program so ein Mini-MOOC, wo wir einerseits Petit machen, kleine Papershows den Leuten verteilen, das heißt Erklärvideos in Handlegetechnik, 3 bis 5 Minuten lang. Die sind wir, das ist im Prinzip das erfolgreichste Format. Da haben wir im letzten Jahr über 6.000 Klicks gehabt auf 5 Videos, die wir in die auf die Art und Weise verteilt haben, wo es ums Internet der Dinge ging, um digitale Geschäftsmodelle. Die Reihe wird weitergemacht, einfach um die Leute mal für gewisse Themen neugierig zu machen. Das zweite ist, wir arbeiten nach wie vor daran, dass wir Workshops in etwas flüchtigeren Settings machen. Wir haben einige War Rooms, nennen wir die, also einige Büros, wo sag mal, nicht herkömmliche Möbel stehen, die wir einfach jetzt ab und zu mal hin und her tragen, um auch Thinking-Workshops in angepassten Rahmen durchführen zu können. Wir haben Gastredner und Fachleute, die dann ihre Folien präsentieren und auch an verschiedenen Stellen des Bildes dann eingeblendet werden. Man kann also den Redner verfolgen, man hat den Ton.
Man hat aber auch die Präsentation. Je nach dem Vortrag ist entweder mal der Redner oder mal die Folie größer, je nachdem, wie das Ganze ablaufen soll. Unser Good to Know, wie gesagt, die Mitarbeiter-App hatte ich ja schon mal angesprochen. Gibt es einen Good to Know-Kanal und auf dem gibt es unseren Lernkanal. Auf dem geben wir zum Beispiel einen Hinweis auf interne, diesmal spezifische Wissensquellen oder auf Informationshappen, die man sich so aus dem Internet holen kann. Ja, Wired, Feedly zum Beispiel, wo man dann je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, sich ja, Informationen beischaffen kann. Wir geben YouTube-Links und Channels. Das heißt, wenn wir sagen, oh, da ist ein schöner YouTube-Channel, dann kann man sich auf den Channel begeben. Wir haben YouTube-Links zu externen Videos, die im Internet sind, zum Beispiel hier auf Steven Johnson. Wir haben ausgewählte TED-Talks, wo wir den Leuten empfehlen. Den könntet ihr euch mal angucken, wenn euch das interessiert. Wir haben MOOC-Plattformen, die wir verlinkt haben, wo wir den Leuten einfach mal sagen, okay, zu dem Thema ist das die größte, zu dem Thema das. Wir empfehlen aber auch einzelne MOOCs, momentan hauptsächlich MOOCs, die einer aus der Akademie oder jemand von unseren Lehrlingen mitgemacht hat, wo es dann noch zwei, drei Zeilen Bewertungen gibt, wie das angekommen ist. Da das Feedback momentan noch nicht groß genug ist, können wir noch kein Sterne-Rating anbieten. Das wäre dann immer von einem gemacht. Ich muss ehrlich sagen, diese externen MOOCs, entweder die Leute gucken sie sich dann an ohne Rückmeldung, will ich nicht ausschließen. Ich glaube eher, dass das mit den MOOCs, weil die Geldkosten doch nicht mehr so der Renner geworden ist. Also ich mache das ab und zu mal ganz gerne, aber ich muss auch sagen, ich habe eine Abbrecherquote von 80%. Ja, wir empfehlen Tools zum Online-Sprachenlernen, weil wir haben Anfang des Jahres auch angekündigt, dass unsere Unternehmenssprache ab nächstem Jahr 2018 also Englisch sein wird. Dass dann also in internationalen Settings die Gäste auch das Recht haben, dass man sie auf Englisch adressiert. Das hat auf einen unvorhergesehenen Run auf unseren Lehrer geführt. Wir werden jetzt unser Präsenzlernen ausbauen. Wie gesagt, wir zahlen nach wie vor die Apps, aber wir merken doch, unsere Kunden sind hauptsächlich traditionelle Lerner. Die kommen ganz gut mit Präsenztraining zurecht und kommen auch ganz gut mit Formaten zurecht, die wir anbieten, wo ein Trainer eine kleine Gruppe in einem Webmeeting regelmäßig zusammenholt. Es mag am Termin und Finanzdruck liegen. Also der Finanzdruck sorgt dafür, dass der Chef mit drauf guckt, weil das ist doch teurer als die 200 Euro. Und der Termindruck ist, diese Sachen sind dann terminiert. Da sind wir vielleicht auf unserer Lernerseite noch nicht modern genug. Ja, das war es von meiner Seite zur Firma, zur Akademie. Vielleicht ein bisschen viel, aber gibt es zu dem Zeitpunkt schon Fragen dazu? Ja, reichlich. Vor allen Dingen diese Menge an Impulsen muss man erstmal verdauen. Was ich denke, ist eine ganz tolle Zusammenfassung. Mich überrascht, ich höre es ja nicht zum ersten Mal, mich überrascht immer die große Bandbreite an Maßnahmen, die Sie haben, an Angeboten. Und ich kann mir jetzt eigentlich kaum vorstellen, dass irgendjemand, sei es Kunde oder sei es Mitarbeiter, da jetzt ganz draußen vor ist, nach dem Motto, das ist jetzt nichts für mich. Und ich würde jetzt gerne mal die Betrachtungsweise drehen auf die Lernenden. Und das war ja auch Ihr Thema, was Sie reingegeben haben, nach dem Motto, ja, und wie machen die mit? Und was nehmen die auf? Was nehmen die an? Und vor allen Dingen würde ich gerne Ihre Einschätzung hören. Wo sind denn so die Grenzen? Wo haben wir Blockaden? Wo kommen wir nicht weiter? Also mal Fokus weg vielleicht, wäre mein Vorschlag, von den sehr schönen Tools auf das Thema, ja, und was tut sich in den Köpfen? Ja, und das ist unser Punkt. Wir haben so viele Angebote, weil wir einerseits auch viel experimentieren. Wir haben ja, ich sag mal, am Anfang sehr toolorientiert, sehr senderorientiert agiert. Das heißt, wir haben einfach gesagt, die
Wettbewerber haben alle E-Learnings, die haben mehr als wir, also haben wir 10 E-Learnings mehr gehabt als Buderus. Dann haben die anderen Webinare angefangen, dann haben wir 5 Webinare mehr angeboten als Weiland. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, das kann es ja eigentlich nicht sein. Und klingt haben wie ja, und das ist ja, das ist, wenn du technologiegetrieben weg ist, die Diskussion, ich habe es am Freitag schon mal gesagt, vor ungefähr 10 Tagen hat jemand auf Twitter hier in den Co-Learn auch was gepostet, da Lernen in der Blockchain. Der hat zwar nicht beschrieben, wie das geht, aber er war fest überzeugt, Peer-to-Peer-Lernen in der Blockchain. In den nächsten 5 Jahren der große Renner. Und dann hat er gesagt, ihr lieben Didaktiker, jetzt macht euch mal Gedanken drüber, wie das dann geht. Und da dachte ich mir, das kann es nicht sein. Und deswegen haben wir eine Design-Thinking-Sache gemacht, um wirklich mal rauszufinden, wie ticken eigentlich unsere Lerner. Und da möchte ich dem Steffen jetzt nicht so viel Wind aus den Segeln nehmen, aber man kann schon sagen, es gibt welche, die nehmen alles mit, weil die sind ausreichend neugierig. Und es gibt welche, die muss man erst zum Jagen tragen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Aber das ist ja das, was wir in Akademien auch bei Präsenztrainings schon immer bemerken. Und was ich auch noch merke, also selbst E-Learnings, Blended Learnings, Flipped Classrooms ist für viele noch so was Neues, dass das für die eine Hürde darstellt, sich in einen virtuellen Klassenraum zu begeben und dann Online-Web-Meeting zu machen. Diejenigen, die es dann aber ausprobiert haben, da kann ich sagen, die sind alle positiv überrascht. Und wir haben für jedes dieser Formate Fans, wobei ich sagen muss, Videos über 10 Minuten länger setzt ein gewisses Grundinteresse voraus, sonst sind da die Abbrecherraten deutlich höher. Also was wir gemerkt haben, wenn wir unter 5 Minuten brauchen, wenn wir unter 5 Minuten brauchen, bleiben die Leute zu über 80% bis zum Ende dabei. Diese MOOC-Videos werden häufig in 3 oder 4 Portionen angeguckt. Und deswegen wollen wir die in Zukunft auch in 3 oder 4 Kapiteln produzieren, um den Leuten einfach einen Aus- und Einstieg zu geben. Aber das sind wir auch, das ist eine unheimlich spannende Zeit, weil wir lernen da momentan auch eine Menge. Ja, kurze Frage, was ich ja so faszinierend finde, ist das Angebot von den 2 Stunden Lernzeit. Ich nehme mal an, das ist die betriebliche Lernzeit pro Woche. Also mehr können Sie jetzt eigentlich kaum anbieten, um da jeden reinzulocken. Ich habe auch gesehen, es klappt halt nicht in allen Abteilungen, was eventuell dann auch an bestimmten Personengruppen liegt, normalerweise so als mittleres Management bezeichnet. Vielleicht können Sie noch ein paar Worte zu dieser 2 Stunden der Einführung und der aktuellen Nutzung sagen, weil das ist ein relativ einmaliges Projekt. Es ist ja eine Vertrauenslernzeit, das heißt, wir tracken die noch nicht mal. Deswegen ist das etwas, was wir aus Netzwerkmeetings machen müssen. Wir haben mal zu neuen Lernmethoden in einem unserer Flugzeughangars einfach mal in einer ganz anderen Umgebung einen Talk gemacht. Der nennt sich bei uns dann V-Talk. Und da waren dann 30, 40 Leute, der Steffen und ich. Und wir haben denen mal vorgestellt, was alles geht, was man mit dieser Zeit sinnvoll anfangen könnte und haben dann mal gefragt, was habt ihr für erste Erfahrungen? Und da war wirklich, es gab ältere Mitarbeiter, von den Jüngeren hat das keiner gesagt, die gesagt haben, wenn ich bis jetzt was lernen wollte, weil ich es für die Arbeit brauche, dann habe ich mir das angeguckt, Punkt. Und es gab andere, die hat gesagt, mein Gott, ich habe einmal so eine Papershow auf dem Bildschirm aufgemacht und hat mein Chef gefragt, so ein Erklärvideo, ob ich denn nichts zu tun hätte und dann habe ich das sofort wieder sein lassen. Die hat sich das dann nur getraut, zu Hause zu lernen. Da haben wir dann gelernt, wir müssen alles, was wir anbieten, auch so anbieten, dass ich es zu Hause angucken kann, weil die wenigsten bei uns haben Notebooks. Deswegen sind wir jetzt bei unseren Formaten, glücklicherweise geht das mittlerweile bei uns im Unternehmen in die Cloud gewandert. Und der Punkt ist der, dass traditionelle Lernverständnis und wir sind ein traditionell geprägtes Familienunternehmen mit einer sehr starken Historie und Kultur, war, wenn ich was lernen soll, dann sagt mir das der Chef und dann gehe ich dahin.
Und dann bin ich da auch woanders. Es gibt lecker Essen und ich habe Ruhe vor der Arbeit. Schönes Und das ist Hotel. ja nicht nur, das kenne ich aber auch von anderen produzierenden Unternehmen und schlimm auch von einigen Softwareunternehmen. Und das ist eine Einstellung. Ich habe jetzt den Leuten nicht gesagt, was ich alles zum Lernen zähle, um ihnen den Spaß nicht dran zu nehmen. In dem Meeting ist es dann rausgekommen. Aber es ist sehr, sehr schwer, und ich habe das ja in der Umfrage, haben wir das auch gesehen, viele Leute finden es einfach schwer, in den täglichen Ablauf dann auch noch Lernzeit mit einzubauen. Und das ist einfach eine Verhaltensänderung, eine Mindsetänderung, und die braucht meines Erachtens eher Jahre als Wochen. Aber da arbeite Ja, ich dran. da sehe ich so ein bisschen auch den Punkt, was ich so zwischen den Zeilen raushöre. Verschieben Sie damit nicht das Lernen in die, ja, alles, was außerhalb der Arbeitszeit ist. Ist es so? Man, natürlich, nicht jeder Bandmitarbeiter oder jeder Produktionsmitarbeiter sitzt vorm PC und kann da irgendwas aufrufen. Insofern ist es schon logisch. Aber Das ist. dieses geteilte Konzept, ich bringe was ein und ich kriege was, wie realistisch ist es dann im Moment? Also wie weit wird es gelebt? Also, Zielsetzung war ganz klar nicht, dass jetzt ein Mitarbeiter dazu noch im Privaten lernen soll, sondern im Prinzip geht es darum, wir wollen die Wünsche der Mitarbeiter ein Stück weit treffen und würden halt uns anpassen wollen. Also die Anforderung kam immer wieder, hey, im Büro funktioniert es nicht. Aber wenn ich dann die Möglichkeit hätte, mir das zu Hause nochmal anzugucken und vielleicht eine halbe Stunde früher zu stempeln und dann nach Hause zu gehen und mich da dann konzentriert hinzusetzen und einen Inhalt durchzuarbeiten, Okay, dann ja. würden wir gerne diese Möglichkeit offerieren. Also es geht nicht darum, dass wir sagen wollen, Lernen findet jetzt nur noch außerhalb der Arbeitszeit statt und jeder Mitarbeiter soll das selber machen, sondern wir versuchen dann die Rahmenbedingungen so zu schaffen, damit er bestmöglich an einem selbst gewünschten Ort und einem selbstbestimmten Zeitpunkt lernen kann. Und ja, wenn das in Berlin in der U-Bahn ist, dann soll er das bitte tun. Und wenn das hier in Allendorf dann zu Hause in seinem, an seinem Rechner zu Hause ist, dann ist das genauso gut. Und so die interne Diskussion mit den Vorgesetzten, ich denke, Meister wird ja bis runter zum Meister, Gruppenleiter, die sind da irgendwo ja auch Mitspieler. Wie Ja. läuft das? Ja, also das ist, ich glaube, das ist halt wirklich so ein Kulturwandel, der peu à peu stattfinden muss. Es gibt Führungskräfte, die gehen da komplett mit, die gehen mit gutem Beispiel voran. Und dann gibt es auch, ich sage jetzt mal, eher traditionell Orientierte, die sagen, naja, du musst jetzt erstmal deinen Job machen und dann machst du noch ein paar Überstunden und dann kannst du noch ein bisschen lernen. Das haben wir natürlich auch noch, da muss man realistisch sein, aber ich denke, das wird sich peu à peu ändern. Ich sehe auch gerade hier in der, in dem Chat, der nebenher läuft. Das ist ja nicht nur bei Ihnen das Thema. Ja, ich finde es auch ganz spannend. In der Umfrage wurde das auch explizit genannt, dass das noch eine Hürde ist, die abzubauen ist. Haben wir noch ein paar. Ja. Vielleicht würde ich das auch mal so als kleinen Übergang nehmen. Wir hätten hier noch ein paar Folien zur Auswertung. In Anbetracht der Zeit, 4 Minuten wird eng, aber ich werde mich beeilen. Erstmal vielen Dank an alle, die an der Umfrage teilgenommen haben. Ich werde die Ergebnisse dann auch nochmal in eine Community einstellen, damit jeder da auch nochmal seinen Honig draus saugen kann. Wir haben zusammengefasst heute Morgen um 9. Da waren es schon 59 Antworten, die reingekommen sind. Mittlerweile sind wir bei 90, nein, bei über 70 Teilnehmern, die geantwortet haben, was ich auf jeden Fall schon mal einen Riesenwert finde. Vielen Dank an der Stelle an die Community. Und ich werde einmal schnell oder mit der gebührenden Schnelligkeit quasi durch die Folien gehen, was wir rausbekommen haben. So. Jetzt sollte sich die Präsentation bewegen. Ah ja, okay, wunderbar. Also hier kann ich relativ schnell drüber gehen. Also wie gesagt, 59 Antworten lagen zu dem Zeitpunkt vor. Wir haben eine relative Verteilung von 50-50 einen Altersdurchschnitt, glaube ich, der relativ für unsere Kohorte normal ist. Also das passt, das brauche ich nicht weiter zu kommentieren.
Spannender ist dann schon im Prinzip hier die Folie. Was sind für verschiedene Funktionen im Prinzip dabei und welche Motivation haben Sie zum Lernen? Auffällig dabei sind die interessierten Lernenden, die in dem linken Kuchendiagramm in einem zarten Lila dargestellt sind, dass wir doch 20% der Teilnehmer dabei haben, die jetzt im Prinzip keinen beruflichen Kontext dabei sind, sondern die einfach nur in Anführungsstrichen interessiert sind, was sich dann auch in der Motivation widerspiegelt und die dann angeklickt haben, sie sind aus einer allgemeinen Neugier hier. Die 50% bei der Motivation, die aus beruflichem Interesse hier sind, die haben wir so erwartet, weil ich glaube, so der Lerntrigger ist ja meistens dann doch, dass man irgendwie ein berufliches Interesse hat und sich deshalb quasi durch oder die Zeit investiert, in diesem MOOC mitzumachen. Wir haben abgefragt Lernroutinen und Lernformen, um Sie abzuholen, warum wir das eigentlich gemacht haben. Wir haben bei unseren eigenen Mitarbeitern irgendwie immer das Gefühl gehabt, ja, wir als Akademieverantwortliche wissen eigentlich, was die wollen. Und dann haben wir mal ein paar Leute mal so beim Kaffee gefragt und dabei wurde relativ schnell deutlich, das, was wir als Akademieverantwortliche eigentlich gedacht haben, dass die wollen, stimmt gar nicht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir fragen Sie tatsächlich mal in einem Design Thinking Ansatz und machen aus diesen verschiedenen Ergebnissen dann tatsächlich Konzepte, wie wir sie umsetzen können. Und da sind natürlich Lernroutinen und Lernformen ganz wichtig. Und bei der Umfrage mit Ihnen hat sich gezeigt, dass der Anteil an informellen Informationskanälen unglaublich hoch ist. Bei uns sah das ganz anders aus. Also unsere Zahlen haben deutlich darauf hingewiesen, naja, dass ja der Weiterbildungskatalog eine ganz wichtige Rolle spielt, dass formelle Angebote eine ganz wichtige Rolle spielen, aber so einfach mal eine Weiterbildung im Internet oder in einem Online-Forum bei unserer Mitarbeiterschaft doch nicht ganz so populär war. Und vielleicht zusätzlich noch, vieles wurde gar nicht als Lernen angesehen. Also so, alles, was mit einer App zu tun hat. Bei den Lernformen auch ganz spannend, wie Ihre Ergebnisse zusammenzufassen sind. Also bei Ihnen hat sich im Prinzip der Begriff oder die Lernform des Blended Learning im Prinzip schon komplett durchgesetzt, wenn man sich das anguckt. Also es sind über 27%. Ich glaube, wenn ich jetzt die neueren Ergebnisse mir noch angucken würde, ist dieser Wert noch mal ein bisschen höher, wo Sie sagen würden, ja, das bringt mir als Lernender am meisten. Was auch unglaublich spannend war, dass ein großer Anteil nonformal lernt. Also wir haben hier mit über 23% ist so das nonformale Lernen für Sie als Teilnehmer unglaublich wichtig. Dieser Part kam bei uns in der Umfrage bei unseren Teilnehmern relativ gar nicht. Also da gab es nur eine ganz, ganz kleine Menge, die da gesagt hat, ich lerne am liebsten nonformal. Entweder haben sie das nicht als Lernen wahrgenommen, ja, oder haben es halt einfach nicht gemacht. Lernanlässe und Transfererfolg, ja, haben wir eben gerade eigentlich schon mal drüber gesprochen. Man lernt dann eigentlich am ehesten, wenn ich eine konkrete Verwendungssituation habe, also in dem Moment, wenn ich einen neuen Job angenommen habe oder in meinem privaten Umfeld sich irgendwas verändert hat, was bei mir in meinem Kopf Fragezeichen aufruft, dann werde ich dann am ehesten was lernen und das wohl auch am ehesten anwenden können in der Transferphase. Was ich aber auch spannend fand in der Aussage mit den Teilnehmern hier, dass der Spaß im Vordergrund steht, dass knapp 56% gesagt haben, der Spaß ist mir wichtiger im Prinzip als eine schnelle Information, was ich persönlich super finde als Pädagoge, was teilweise unsere Belegschaft aber ganz anders aufgefasst hat. Lernen muss nicht unbedingt Spaß machen, sondern naja, Lernen ist harte Arbeit und ja, da muss man eben durch. Das waren so die Aussagen, die wir immer wieder gehört haben bei unseren Befragungen. Gucken wir uns nochmal an, wie Lernen und Arbeiten ja, zusammenspielt. Unglaublich spannend. Bei Ihnen konnten im Prinzip ein Drittel der Befragten Lernen und Arbeiten ja, unter einen Hut bringen. Das lief Hand in Hand. Finde ich, ist ein unglaublich interessanter Wert. Ja, man sieht aber auch, dass längere Einheiten während der Arbeitszeit nicht ganz so einfach umzusetzen sind. Das ist sicherlich so. Das merken wir ja hier auch bei der Teilnehmerzahlen, zum Beispiel bei dem MOOC. Ich glaube, je länger das dauert, desto schwieriger ist es dann auch tatsächlich am Ball zu bleiben. Auch hier die Zahl bei uns im Unternehmen durchaus nochmal unterschiedlich.
Lernzeit und Arbeitszeit unter einen Hut zu kriegen, war eine ganz große Hürde, die wir im Prinzip noch weiter angehen müssen. Was sich aber jetzt in dem letzten halben Jahr sicherlich deutlich verändert hat, durch die Vertrauenslernzeit, dass da deutlich mehr Freiräume entstanden sind. Lern- und Vernetzung trifft sich auch mit den Ergebnissen in unserem Unternehmen. Ja, es wird wahrgenommen, dass immer mehr Lernen online passieren wird oder vernetzt passieren wird und dass dann auch die Kommunikation oder der Austausch mit Fachgruppen oder mit Menschen im Netz viel stärker zunehmen wird, dass aber auch einige Hürden noch durchaus von allen wahrgenommen werden. Also auch hier kam von Ihnen immer wieder der Hinweis, Lernen während der Arbeitszeit ist noch nicht offiziell anerkannt. Da gibt es auch in vielen Unternehmen noch was zu tun. Insbesondere gibt es auch bei dem einen oder anderen Unternehmen immer noch das Verbot von Internetnutzung oder von privater Internetnutzung. Hier sind die Grenzen ja mittlerweile auch fließend. Funktioniert das Ganze? Funktioniert das Ganze nicht? Medienkompetenz wurde immer mal wieder als Problem genannt. Also insofern, hier gibt es noch für alle Beteiligten, glaube ich, ein bisschen was zu tun. Ein Satz habe ich mal quasi komplett rausgenommen, weil ich den unglaublich spannend fand, dass auch sicherlich auch eine Möglichkeit ist, nochmal darüber zu reden. Unternehmen müssen akzeptieren und fördern, dass ich während der Arbeitszeit bei Google, YouTube, Twitter, LinkedIn etc. bin. Wie ist es eigentlich mit Jobs, die stark an Produktivität gemessen werden, wie zum Beispiel bei Servicetechnikern, bei denen es das Ziel ist, die Zahl der Billable Hours zu maximieren oder Ähnliches bei Mitarbeitern in der Produktion. Ja, also immer dann, wenn wir von dem neuen Lernenden sprechen, haben wir aus meiner Sicht des Stereotyps eines Büromenschen quasi im Kopf, der an einem Computerarbeitsplatz sitzt und sich da Lernzeit irgendwie einteilen kann oder selbst organisieren kann. Wie sieht es aber tatsächlich mit Außendienstmitarbeitern aus, mit Servicetechnikern, mit Bandmitarbeitern? Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir da noch ordentlich Konzepte schreiben dürfen, Konzepte erarbeiten dürfen, um die auch mit auf die Lernreise zu nehmen und sie nicht irgendwann komplett zu verlieren. Finde ich ein ganz spannendes Thema. Da lohnt es sich aus meiner Sicht auch in jedem Fall nochmal drüber zu diskutieren. Auch ein ganz spannendes Thema, was ist eigentlich die Erwartungshaltung der Lernenden an ihre Führungskräfte beziehungsweise an ihre Personalabteilung? In der Umfrage mit Ihnen kam raus, dass mehr als 2/3 der Lernenden erwarten, dass ihre Führungskräfte Visionen und Langfristziele des Unternehmens aufzeigen können. Also das heißt, die Führungskraft ist eigentlich in der Rolle zu zeigen, hey, dahin bewegen wir uns, so wird die Welt irgendwann mal aussehen und dann im Prinzip Freiräume zu schaffen, dass jeder Mitarbeiter diese Vision irgendwie erreichen kann oder einen Beitrag dazu leisten kann, diese Vision, diese Langfristziele zu ja irgendwann zu erreichen als Team oder als Organisation. Unglaublich spannend, sah bei uns durchaus anders aus. Die gleiche Erwartungshaltung haben Lernende in dieser Befragung an ihre Personalabteilung. Ja, ich brauche als Lernender gar keine festen Ziele in meinem Karrierepfad. Ich muss nicht irgendwie formal lernen können, um mich weiterzuentwickeln, sondern eigentlich brauche ich Freiräume und Infrastruktur und dann werde ich im Prinzip schon selber lernen. Ob das dann tatsächlich auch in die Realität dann umgesetzt wird, das wäre dann die zweite Frage. Aber die Erwartungshaltung der Lernenden ist klar und damit ist ganz klar zu sehen, es gibt eine Tendenz zur Selbstorganisation, dass das viele Lernende gerne machen wollen. Fragen wir die Führungskräfte oder die Teilnehmer unter ihnen, die Führungsverantwortung haben. Auch ganz spannend aus meiner Sicht. Eine Führungskraft weiß nicht unbedingt, wie die Mitarbeiter lernen. Und es ist auch nicht ganz so wichtig, zumindest aus der Sicht einiger Führungskräfte. Es ist ganz nett, es zu wissen. Ja, vielleicht sollte man auch. Aber es kam jetzt nicht irgendwie so ein Einserwert dabei raus. Ja, es ist unglaublich wichtig und ich weiß auch das, was meine Mitarbeiter machen. 15% haben angegeben in der Befragung, dass sie keine Ahnung haben, wie das Lernverhalten ihrer Mitarbeiter ist. 41% dagegen sagen, meine Mitarbeiter qualifizieren sich komplett selbstorganisiert. Stelle ich jetzt auch einfach mal so eine gewagte These auf. Heißt es vielleicht auch, ich weiß es nicht.
Oder ich lasse sie einfach relativ am langen Arm und hoffe, dass sie dann auch tatsächlich die richtigen Schlüsse ziehen. Ist vielleicht auch eine ganz spannende Frage, die man da nochmal diskutieren kann. Wie gesagt, bei uns durchaus unterschiedliche Ergebnisse. Eigenreflexion. Wie sehen Führungskräfte zukünftig ihre eigene Rolle? Was wird sich verändern? Auch da kam deutlich raus, dass das Ganze in Richtung Coaching geht, als Motivator, eher in Richtung Mentor oder Ratgeber. Also das heißt, hier wird die Führungsaufgabe sich ein Stück weit verändern, die Organisation oder Eigeninitiative der Mitarbeiter zu stützen, zu begleiten und vielleicht kritisch zu hinterfragen. So, jetzt kommen wir zu den Ergebnissen, die wir bei unserer eigenen Design Thinking Studie im Prinzip rausgekriegt haben. Was haben wir gemacht? Das war im Prinzip so der Ausgangspunkt. Wir wollten eigentlich ganz klein anfangen und wollten eine Vereinfachung des Zugangs zu unserem E-Learning-Angebot im Prinzip herstellen und unsere Inhalte ein bisschen passgenauer auf die Zielgruppe zuschneiden. Das war so eine ganz lapidare Frage, so von dem, hey, das können wir doch mal machen, weil unser derzeit eingesetztes Learning-Management-System da doch so ein bisschen an die Grenzen gekommen ist. Ja, und dann haben wir in einem relativ großen Meeting eigentlich festgestellt, naja, das sind zwei so zentrale Fragen und da sind so viele Unterkapitel eigentlich, die da eine Rolle spielen, dass wir diesen Prozess doch in irgendeiner Form größer angehen müssen. Das haben wir gemacht. Wir haben zusammen mit der Firma HQ Medien einen Leitfaden ausgearbeitet, wie wir denn im Prinzip Informationen rauskriegen, was unsere Mitarbeiter tatsächlich brauchen, wo sie Bedarfe sehen und haben versucht, auch zwischen den Zeilen diese Bedarfe, die man vielleicht noch nicht irgendwie äußern kann, zu verbalisieren. Im zweiten Schritt werden jetzt noch Kunden befragt, um dann ganzheitlichen Betrachtung zu bekommen. Wir haben Stereotypen abgeleitet und wollen dann im nächsten Schritt mit einem gemeinsamen Workshop mit Verantwortlichen aus Akademien, HR, mit Trainern, dann die Dinge umsetzen. Wie sieht es bei uns aus? Wir haben auf einer Vier-Felder-Matrix festgestellt, dass der größte Anteil bei uns traditionelle Lerner sind im Unternehmen. Mit 40% ungefährem Anteil, die gerne formal und in Präsenz lernen. Das hat uns ein Stück weit, geschockt ist das falsche Wort, das hat die Erwartungen, die wir hatten, bestätigt. Wir hätten mit einem sehr viel positiveren hätten wir uns ein sehr viel positiveres Bild gewünscht. Autonome Wissensarbeiter, die wirklich komplett eigenständig, informell sich weiter qualifizieren, liegen bei uns bei etwa 5%. Experten vor Ort liegen ungefähr bei 25%, für die Weiterbildung eigentlich formal nicht mehr so eine große Rolle spielt, sondern die sich als Experten wahrnehmen und nicht mehr unbedingt so oft an Weiterbildung teilnehmen. Und neugierige Lerner haben wir 30% in etwa, die durchaus gewillt sind, neue Lernformate auszuprobieren, sich auf neue Dinge einzustellen, die technologiegestützt lernen wollen und die natürlich das ideale Fressen für uns sind, quasi neue Dinge auszuprobieren und die dann auch als Teilnehmer relativ einfach zu gewinnen sind. Das muss ich Ihnen jetzt quasi einfach nicht, glaube ich, nochmal in Gänze vorlesen. Wir haben diese einzelnen Lernertypen stereotypisiert, wissen relativ genau, wie wir sie auszeichnen. Ich lasse die Folien im Prinzip einfach mal dann angehängt. Da können Sie im Einzelnen dann nochmal drüber gehen und sich das Ganze angucken. Warum haben wir, wie gesagt, das gemacht und warum ist es auch wichtig für diesen MOOC aus unserer Sicht, damit weiterzuarbeiten? Man kriegt ein Bild von den Lernenden und kann aus diesem Bild heraus dann ableiten, was kann man tun im Sinne der Motivation, was kann man tun im Sinne der Anreize, was kann man tun im Sinne von Lernbarrieren abzubauen und was ist im Prinzip die Blaupause, auf denen wir jetzt unsere nächsten Schritte planen können und umsetzen können und iterieren können. Das vielleicht einfach mal so als kleiner Zwischenstand unserer Studie, was wir denn alles getan haben. Während ich geredet habe, konnte ich jetzt nicht den Chat verfolgen. Da ist relativ viel passiert. Vielleicht kann da Dr. Hoffmann noch mal einen Satz zu sagen, ob es da noch mal spannende Themen gab. Über Flipped Classroom-Projekte, warum Leute ihre Hausaufgaben nicht machen, was man machen kann, damit die Leute da besser mitmachen und wie die Rolle der Führungskräfte ist. Aber das wird, glaube ich, auch in dem, was wir bisher gesagt haben, ganz gut gesagt.
wichtig bei der Präsentation, ganz kurz übernehmen darf, ist, dass gute Nachricht ist, ungefähr 70-75% unserer Mitarbeiter sind schulbar, aber nur die Hälfte davon kümmert sich aktiv drum. Und die schlechte Nachricht, 25%, und die sind meistens so um die 50-55 plus, die haben noch 10-12 Jahre im Geschäft, meinen, sie müssten nicht mehr lernen. Das ist für mich eigentlich die Katastrophenantwort. Das war jetzt bei der Umfrage, die wir am Freitag gestartet haben, ganz anders. Ich gehe aber davon aus, einerseits ist die Gruppe hier 10 Jahre jünger im Schnitt und andererseits, wer freiwillig in so einen MOOC hier reinkommt, der ist auch per se schon mal intrinsisch motiviert dabei, auch mitzumachen. Ich glaube, wir sind da nicht ganz statistisch repräsentativ. Gefühlt denke ich aber, wir sind ein ganz guter Querschnitt für ein traditionelles Unternehmen, was den Weg in die Digitalisierung und das etwas selbstständigere unternehmerische Arbeiten geht. Ja, ist auch mein Eindruck. Ich halte die Zahlen gar nicht für so schlecht. Weil, wenn man mal sieht, woher sie kommen, das ist ein eher traditionelles Unternehmen, was sich jetzt auf den Weg gemacht hat, neue Technologien zu integrieren, aber jetzt natürlich nicht seine Mitarbeiter gewechselt hat. Also ich sehe da auch keine pessimistische Interpretation drin. Und vor allen Dingen ist für mich die Frage, wenn Sie die Leute, wenn Sie jetzt einen Mitarbeiter in der Produktion fragen, wann hast du gelernt? Was definiert er als Lernen? Ja. Und ich denke, da gibt es ganz große Unterschiede. Wir hatten vor 2 oder 3 Wochen bei Ihnen in der Community, als wir uns bei Ihnen getroffen haben, die Diskussion, muss ein Mitarbeiter sich wirklich bewusst sein, dass er gerade lernt? Oder ist das eher sekundär? Ich glaube, an dem Thema müssen wir noch ein bisschen diskutieren. Werden wir noch ein bisschen diskutieren. Ich habe jetzt einen kleinen Blick auf die Uhr mit 14:45. Ich denke, wir haben mehr als genug Material für mehr als eine Woche. Und more to come. Joachim, du hörst im Hintergrund zu und hast die Aufzeichnung und hast ich bin auch dabei, ja. Den Chat verfolgt. Willst du noch mal was rauspicken aus dem Chat? Ja, es sind eine Menge an Informationen und eine Menge an Inputs im Chat. Ich mache es so, ich kopiere den Chat einfach, stelle ihn gleich online bereit, sodass man ihn auch nochmal nacharbeiten kann. Ja. Und dann wäre es natürlich schon spannend, auch nochmal zu sehen, was passiert, wenn jetzt eine Auswertung dann komplett die ganzen Teilnehmenden berücksichtigt. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Wie wollen wir denn das machen? Ja, das würde ich mir jetzt im Laufe des Tages im Prinzip noch mal ein Stück weit näher angucken. Mal gucken, was noch so eintrudelt. Das werde ich in jedem Fall noch mal ergänzen. Und dann werde ich auch den ganzen Datensatz zur Verfügung stellen. Dann können Sie im Prinzip auch mit dem Datensatz weiterarbeiten. Es ist ja auch vielleicht für den einen oder anderen interessant, wie denn die neuen Lernenden vielleicht irgendwie aussehen können. Den würde ich im Prinzip dann einfach hochladen. Prima, klasse. Ja, okay. Prima. Danke. Dann können wir das Ganze ergänzen. Und dann würde ich jetzt auch mal mit Blick auf die Teilnehmer, wir sind hochgelaufen bis gut 80 Teilnehmer, aber jetzt zeigt sich auch so ein bisschen die Zeitschranke. Das heißt, ganz herzlichen Dank an das Wissmann-Team für diesen super Input. Ich fürchte, wir können ihn nicht in einer Woche diskutieren, aber wir werden schon mal hart dran arbeiten und wir sehen uns ja dann auch ja, vielleicht sagen Sie noch mal die Termine. Haben Sie noch weitere Online-Treffen vorgesehen oder bleibt es bei dem Freitag-Termin? Wir wollten am Mittwoch noch mal online gehen. Wir haben uns allerdings noch keine Uhrzeit rausgesucht. Wir haben noch einen Terminkonflikt mit von höherer Stelle gegebenen Aktivitäten. Also entweder um 1 oder um 5 wird das wohl sein. Das werden wir morgen noch sagen können. Und ich das sehen wir dann morgen auf der Seite. Ja. Die Diskussion für heute geht, wenn es nach uns geht, ihr könnt natürlich über alles diskutieren, was ihr wollt. Wir werden auf Twitter sein. Und da geht es einfach mal darum, was zeichnet die neuen Lernenden denn so alles aus? Was erwarten wir uns von ihnen? Was erwarten die uns von uns? Und was können wir tun, um nicht neue Lernende, also nicht diese selbstständigen Lernenden dazu zu machen? Und darauf werden wir dann auch in den kommenden 3 Tagen aufbauen. Das heute war jetzt erstmal der Prolog. Morgen geht es dann mit der Stadtetappe los in der Neugierde.
Okay, dann nochmal vielen Dank für den Auftakt. Und Joachim, ich würde dann sagen, wir schließen mal die Aufzeichnung.